Hallo. Schon daran, dass wir das geläufigere Form und Inhalt in der Überschrift nicht gewählt haben, soll gezeigt werden, dass verschiedene Wege zu verschiedenen, aber auch zu gleichen Zielen führen können. Und auch die dritte Möglichkeit, gleiche Wege zu verschiedenen oder gleichen Zielen, wollen wir nicht außer Acht lassen. Zur Verdeutlichung wollen wir an einem kleinen Textbeispiel arbeiten. Ja, aber Mensch, Corinna, das hättest du mir sagen müssen. Ich verstehe dich nicht. Wir sind doch Freunde. Ich hätte dir doch geholfen. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Der Zuschauer sieht eine Szene, in der nichts von der zu erzählenden Geschichte ablenken soll. Der Text wird von einer gewöhnlichen Figur vorgetragen. Geräusch und Bildkulisse begnügen sich damit, Ambiente zu sein. Das entspricht den gängigen Sehgewohnheiten und wäre anzuraten, wenn wir ein großes Publikum erreichen wollen. Worauf ich hinaus will, wird wohl erst richtig klar, wenn wir zum nächsten Einspieler kommen. Ja, aber Mensch, Corinna, das hättest du mir doch sagen müssen. Ich verstehe dich nicht. Ich hätte dir doch geholfen. Ja, jetzt ist es zu spät. Es hat sich nichts verändert. Alles ist gleich geblieben, außer der Darsteller hat Rotz im Bart. Nun gibt es verschiedene Arten der Rezeption. Eine mögliche: Der hat Rotz im Bart, das hat nichts mit der Geschichte zu tun und ist eklig, der Film ist schlecht. Eine andere Reaktion: Der hat Rotz im Bart, das ist ja interessant, ich möchte unbedingt wissen, was das zu bedeuten hat. Und schließlich: Wow, der hat Rotz im Bart, geiler Film. Sicher gibt es noch andere Reaktionen, doch an diesen drei können wir schon gut verdeutlichen, was unser Anliegen ist. Wenn wir einen Film machen, muss uns klar sein, wen wir als Zuschauer haben wollen, und zwar bei allen denkbaren Details. Der Rotz im Gesicht ist etwas, das sich jeder vorstellen kann, doch. Doch sind wir es aus Realität und Fiktion gewohnt, dass er im Verborgenen entfernt wird, bevor sein Träger erneut ins Geschehen eingreift. Doch ist diese Szene deswegen gleich Avantgarde? Avantgarde? Natürlich nicht, denn es wäre ein leichtes, dem Zustand der dargestellten Person eine kleine Vorgeschichte hinzuzufügen, die jedem Zuschauer einleuchten würde. Es gibt noch einen weiteren Grund, der den Rotz spannend für uns macht. Die meisten der wohlwollenden Zuschauer werden, ohne es zu merken, eine stärkere persönliche Bindung zum Dargestellten aufbauen, indem sie ihn mit der Frage, ist die Rotze echt oder wie haben die das gemacht, in die Realität herüberholen, was für einen Regisseur die halbe Miete ist. Doch was, wenn wir provozieren wollen? In einer Zeit, in der Provokation als veraltet gilt, in einer Gesellschaft, die sich rühmt, das starre Regelwerk ihrer Ahnen gestürzt und durch reine Freiheit ersetzt zu haben. Seit der Liberalisierung der Verhaltenskodizes ist die Menge und Strenge der Tabus aber tatsächlich deutlich gestiegen. Während wir früher einem Regelwerk gegenüberstanden, das in unseren Augen wenig sinnvoll war und gleichzeitig mit harter Hand verteidigt wurde, sind die heutigen Tabus wesentlich schwerer zu greifen. Da man uns weismacht, wir selbst hätten uns aus freien Stücken für sie entschieden. Abweichler werden nicht direkt sanktioniert, sondern zum Beispiel als albern, veraltet oder langweilig tituliert. Wie gesagt, alles Ausdruck von Freiheit, obwohl in seiner Konsequenz repressiver und drakonischer als frühere Maßnahmen.
Doch zurück zu unserem kleinen Beispiel. Ich habe noch eine dritte Variante vorbereitet, die wiederum ein neues Licht auf die Sache wirft. Doch sehen Sie selbst. Ja, aber Mensch, Corinna, das hättest du mir doch sagen müssen. Ich verstehe dich nicht. Wir sind doch Freunde. Ich hätte dir doch geholfen. Ja, jetzt ist es zu spät. Sie müssen zugeben, eine völlig neue Situation. Wer beim Betrachten der zweiten Variante vielleicht noch wohlwollend reagiert hat, fühlt sich nun im schlimmsten Fall sogar veräppelt. Ekel, Missbilligung, vielleicht sogar Verachtung bahnt sich einen Weg direkt in die Seele des Betrachters. Und das ist der Ort, wo wir hinwollen. Alle. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Pascal Schneiders kleinen Filmschule. Wiedersehen.